von Matthias Leonhardt sowie Nico. Rein statistisch sollte die Aufgabe für den Tabellenführer SV Germania Mittweida am 6. Spieltag in der Landesliga lösbar sein. Der 14. der Tabelle aus Niesky verkaufte sich vor den 131 Zuschauern im Mittweida Stadion am Schwanenteich sehr teuer. Das können wir schon vorwegnehmen. In der 2. Minute ergab sich für Germania die erste Gelegenheit. Felix Ebert nahm den von Blankenburg gut aufgelegten Ball mit und suchte im Strafraum Philipp Raute. Der Lausitzer Aaron Ritter hatte aufgepasst. Germania mit dem besseren Start. In der 4. Minute gelang Tobias Grau nach Vorarbeit von Roy Blankenburg und Philipp Raute mit diesem platziertem Schuss aus 16 Metern das 1:0. Kurz danach versuchten Ebert und Grau, die Hintermannschaft der Gäste auszuspielen. Eberts Flanke von rechts machte Josef Nemetz ungefährlich. In der 6. Minute setzten die Gäste mit diesem Freistoß von Marc Höhr ein erstes Achtungszeichen. Ebersbach sah hier nicht gut aus. In der 9. Minute kamen die Gäste über rechts mit Rick Geisler. Sein Ball, nicht gut abgewehrt, kam zu Jirschi Sissler. Letzteren brachte Hannes Rüssel zu Fall. Den anschließenden Freistoß aus gut 18 Metern verwandelte Josef Nemetz direkt. Ebersbach war noch mit den Fingerspitzen am Ball, konnte den Einschlag aber nicht verhindern. 10 Minuten waren gespielt. Niesky erhöhte den Druck. Pavel Urbaniak blieb nach Anspiel von Jablonski gegen Ebersbach nur zweiter Sieger. In der 14. Minute schoss jener Bogumil Jablonski nach einer Unstimmigkeit in der Germania-Abwehr das Leder knapp am Tor vorbei. Eine Minute später kam Ebert an diesem Ball von Krasselt nicht mehr heran. Im Gegenzug sah die Germania-Defensive wiederum nicht gut aus. Jablonski und Schneider bereiteten vor und Pavel Urbaniak besorgte sträflich ungedeckt die 2:1-Führung. Die Zuschauer auf den Rängen vermissten die Angriffsbemühungen der Hausherren. Die Antwort gab Roy Blankenburg mit diesem Schlenzer. Hier fehlten nur wenige Zentimeter. Die Partie blieb kurzweilig und offen. In der Spielminute 32 steckte Jirschi Sissler das Leder am Strafraum gekonnt zu Jablonski durch, der sich die Chance frei vor dem Tor nicht entgehen ließ. 1:3 für die Gäste. Im direkten Gegenzug besorgte Kapitän Philipp Raute nach diesem Sololauf mit sehenswertem Distanzschuss das 2:3. Niesky hielt dagegen. Den Schuss von Marc Höhr in der 39. Minute machte Ebersbach unschädlich. In Spielminute 41 jagte Philipp Raute nach einem Freistoß das Leder in die Wolken. Aufregung gab es 2 Minuten später. Die Zuschauer vermuteten hier ein Handspiel von Ritter. Aber das war nicht der Fall. Schiedsrichter Fiedler hatte das richtig entschieden. Kurz vor der Pause hatte nochmal Jablonski die Riesenchance, den 2-Tore-Abstand wiederherzustellen. Sein Schuss ging knapp über das Tor. Mit dem 2:3 ging es in die 2. Spielhälfte. Germania um Ergebniskorrektur bemüht. Krasselt konnte Torhüter Daniel Höhr nicht überwinden. Da waren 50 Minuten gespielt. In der 61. Minute hatten die Platzherren die nächste Möglichkeit. Kevin Frieden konnte aber Höhr nicht bezwingen. Sein Ball landete am Pfosten. Den Nachschuss von Grau parierte Höhr glänzend. Eckball in der 66. Minute. Diesen brachte Felix Ebert herein und Hannes Rüssel köpfte zum Schlussmann der Gäste. Eckball auf der anderen Seite. Aber der Kopfball von Jablonski zu lasch. Den Hausherren lief die Zeit davon. Eberts Schuss in der 73. Minute rollte am Tor vorbei. Auch der Freistoß von Roy Blankenburg 5 Minuten später nahm den gleichen Weg. Bei der nächsten und quasi letzten Aktion gelang den Mittweidern der Ausgleich. Ebert schlug einen Freistoß in den Strafraum
Blankenburg brachte den Ball per Seitfallzieher Richtung Tor. Und Göschel staubte 2 Meter vor der Torlinie ab. 3 beide. Dann war Schluss und die Fans aus dem Häuschen. Das Fazit: Germania hat die Tabellenführung zwar eingebüßt, aber eine Serie hat weiter Bestand. Im 15. Punktspiel in Folge blieben sie saisonübergreifend ohne Niederlage.